Servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Steffen von Quadratling TV. Heute seht ihr, sind wir nicht unterwegs, heute gibt es wieder eine neue Runde Quadratling TVs Bastelstunde. Und heute geht es wieder ums Folieren, dieses Mal eine andere Art. Werde ich euch noch ein bisschen näher bringen, was genau das ist und wie wir da vorgehen, zeige ich euch in diesem Video. Ist natürlich immer schön, wenn man ein Video startet und der Herr Nachbar fängt natürlich an, mit seinem Hochdruckreiniger sauber zu machen. Aber das soll jetzt mal für dieses Intro hier nicht stören. Sicherheitsschuhe sind auch wieder dabei und ich würde sagen, wir legen los. Das Wichtigste, wo ihr halt darauf achten müsst, ist, dass eure Flechten hier alle sauber sind. Wenn ihr das habt, dann kommt natürlich hier die schöne Folie ins Spiel. Wie gesagt, das sind nur Dekors, bedeutet, die liegen hier nur drauf. Also das wird hier nur auf der Oberfläche aufgeklebt und wird nicht um den Rand rumgeklebt, wie wir das vom normalen Folieren kennen. Also wirklich nur flächig. Das heißt, ihr guckt, wo ihr das hinhaben wollt, zieht die Folie dann ein Stück ab, klebt das auf und zieht die dann schön flach unten runter raus und geht dann mit so einem Spatel oder wie man es nennen will, oben drüber, auch wie beim Folieren. Achtet halt darauf, dass ihr keine Luftblasen reinbekommt. Ich habe jetzt hier ein Dekor, das ist ziemlich widerstandsfähig. Bedeutet, ihr habt, also man sieht es von der Dicke her nicht, aber ich glaube, das ist fast einen halben Millimeter dick oder so ist das. Es ist schon relativ dick. Müsst ihr halt schauen, das ist je nach Produkt, was ihr bestellt und wo ihr es bestellt, unterschiedlich. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal. Ihr seht das irgendwie in Zeitraffer oder was weiß ich, so ein bisschen zusammengeschnitten. Und dann sehen wir uns, wenn ich das hier mal angebracht habe, wieder, Leute. Übrigens, jetzt für die hier denken, hier, das hier, was man hier so sieht, diese Schimmerungen, die für die, die denken, da wäre Luft drunter, das ist nicht so. Und zwar, hier war Luft drunter, das hat man jetzt vielleicht gerade gehört, aber das ist diese Folie, die hat diesen Look, also die hat diesen Spiegellook, das heißt, die glänzt jetzt so, als ob da Luft drunter wäre, da ist aber keine Luft drunter. Davon darf man sich natürlich nicht irritieren lassen jetzt. Das seht ihr halt auf der Kamera jetzt wahrscheinlich nicht so richtig, aber wenn ihr von unten so drüber schaut, dann seht ihr, dass das in dem Fall nicht so ist. So Leute, ich zeige euch das jetzt mal hier. Das ist das Endresultat. Wie gesagt, wenn ihr jetzt mal hier so, wenn wir jetzt hier mal so schimmern, und zwar hier, seht ihr das hier? Das da vorne, das ist eine kleine Luftblase. Der Rest ist wirklich reine Struktur von der Folie. Autofokussierung ist da. So. Leute, wenn ihr jetzt mal so Sachen habt wie das, was ihr jetzt hier seht, da ist diese eine Luftblase neben dem roten, da könnt ihr euch so eine Stecker. Thank you.
ganz einfach diese Luftblase rausmachen. Man sieht vielleicht diesen kleinen Punkt auf dem Loch noch, aber immerhin die Luftblase ist weg. So Leute, ich bin jetzt gerade dabei, hier das vorne anzubringen und ich finde, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich habe jetzt hier seitlich dieses Teil, was ich schon gemacht hatte, das habe ich nochmal abmontiert. Und zwar ist das Problem, dass das so ein bisschen nach unten geht, die Folie, also unter diesen Kunststoff, und dann würde ich das nicht angeklebt bekommen. Deswegen musste ich das nochmal abmontieren. Ansonsten, die Folie ist eigentlich extra für dieses Quad hergestellt so, und angefertigt, extra für das Modell. Man muss natürlich immer schauen, nicht? Also, dass man es jetzt 100% auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht genauso hinkriegt, sondern vielleicht einen Tacken anders da, auch dadurch, dass der Schalthebel da noch ist. Das muss man halt mal abwägen, nicht? Leute, das ist ein kleines Zwischenresultat jetzt. Ich bin noch nicht ganz fertig. Hier unten an der Stelle, da fehlt noch ein Teil. Das werde ich jetzt mal noch anbringen. Dann mache ich noch die andere Seite und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute. Nochmal hier Endresultat. Sieht jetzt am Ende so aus, wie gesagt. Und das Teil habe ich noch dran gemacht. Das war ja schon. Das haben wir dran gemacht. Und die da hinten, muss ich sagen, Leute, also ich finde das hier schon echt geil. Muss ich das mal von vorne reinziehen? Das hat schon was von Spider-Man. Peace, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen, was euch weiterhilft, wenn ihr das selber mal macht. Ansonsten kann ich nicht mehr viel sagen. Leute, schaut mal in die Videobeschreibung, wenn ihr Lust auf mehr so Videos habt. Ein paar Videos habe ich schon, wie gesagt, schon gemacht, auch wenn es zum richtigen Folieren geht. Schaut da mal vorbei, verlinke ich euch. Kommt vielleicht auf der Endcard, da könnt ihr dann das Video anklicken. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Ich gehe jetzt erstmal ein Eis essen mit meinen Gesundheitslatschen hier, denn das Wetter ist wieder richtig schön. Ansonsten, Leute, haut rein. Ich bin raus, euer Steffen von Quadlining TV. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace!